Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Ooh.
special. So here's to Jesus Christ, who saved our lives. In the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Felt the energy of sun rays, and I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too, I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright. Geschaut. Ich hoffe, dass ihr auf den Kalender geschaut habt, denn wer hat's entdeckt? Was haben wir heute für ein Datum? Genau, den 21.12.2012. Oh mein Gott! Ah, ich hoffe, bei euch ist die Welt nicht untergegangen. Bei mir ist sie nicht untergegangen. Es wäre auch viel zu schade, denn dann wäre die ganze Mühe für dieses Video, für diesen heutigen Tag, für die Katz gewesen. Denn der Maya-Kalender hat ja besagen wollen, dass heute genau am 21.12. die Welt untergeht. Aber ja, wir haben, glaube ich, alle nochmal Glück gehabt. Spaß beiseite. Heute geht es um das 21. Adventstürchen hier auf YouTube, denn ich durfte auch bei einem YouTube-Adventskalender mitmachen dieses Jahr. Es war seit 2 Jahren schon ein riesengroßer Wunsch von mir, endlich mal an Weihnachten bei einem Adventskalender mitmachen zu dürfen. Und dieses Jahr durfte ich es. Und ich habe mich wirklich darüber gefreut und ich bin das 21. Türchen. Und die anderen 20 Türchen, die vor mir dran waren, die findet ihr alle nochmal unten in der Infobox und die nächsten 3, die nach mir folgen, findet ihr auch. Das heißt, ihr findet eigentlich alle 24 YouTuberinnen, inklusive natürlich mir, nochmal bei mir unten in der Infobox, wer sich die Videos noch nicht angeschaut hat und sich gerne nochmal die vorgängigen Adventskalender-Türchen anschauen möchte. Ich hoffe, diese Art Video hat euch gefallen. Es hat mir wirklich sehr viel Mühe und sehr viel Zeit gekostet und
Ja, es hat mir aber trotzdem total Spaß gemacht, so etwas mal zu machen. Und ich hoffe, es hat sich auch gelohnt. Hinterlasst mir doch einfach mal ein Feedback, wie ihr so eine Art Video findet. Es war wirklich mal eine neue Erfahrung, aber es hat wirklich total viel Spaß gemacht. Zudem wollte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ich noch eine kleine Xmas-Verlosung laufen habe. Und zwar noch bis zum 24.12. Mein letztes Video war nicht nur ein Bug-Video, sondern auch ein kleines Verlosungsvideo. Wer es noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das nochmal unten in die Infobox und hier einmal links neben mir, also von euch links, bei mir ist es aber rechts, aber ihr wisst, was ich meine. Hierhin verlinke ich es euch nochmal. Wer da noch gerne mal mitmachen möchte, der schaut sich das einfach an. Alle Informationen findet ihr dort auch im Video. Ich würde mich wirklich über jede Teilnahme da draußen freuen. Und ich möchte euch da draußen beschenken, denn ich bin in Weihnachtslaune und ich bin in Schenklaune. Und wie jedes Jahr gibt es bei mir deswegen auch wieder eine kleine Xmas-Verlosung. Zwei Gewinner möchte ich gerne auslosen, und zwar mit Random Org. Aber alles Weitere hört ihr und lest ihr auf jeden Fall in dem Video, welches ihr unten dann in der Infobox findet. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Freitag und noch ein schönes Wochenende. Natürlich auch eine tolle Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit der Familie. Bleibt alle gesund da draußen. Es geht nicht nur um die Geschenke, sondern auch um das Lieben und Leben innerhalb der Familie. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man gesund ist und dass man beisammen ist und einfach die Zeit füreinander genießt. Macht euch nicht so viel Stress. Viele da draußen, die machen sich immer so viel Stress an Weihnachten. Versucht es einfach zu genießen und euch nicht in diese Weihnachtshektik hineinzudrängeln. Das ist einfach totaler Humbug. Ich genieße jetzt auf jeden Fall noch die letzten Tage. Ich habe jetzt Urlaub bis nächstes Jahr und ihr werdet auf jeden Fall vor Silvester noch was von mir hören. Und worum es da geht, was ich filme, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber jetzt ist erstmal Weihnachten vor der Tür und wie gesagt, genießt die Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sende euch ganz viele Weihnachtsküsschen, ganz viele Herzchen und ganz viele Umarmungen, denn ich habe euch wirklich ganz doll lieb da draußen und ich wünsche euch und eurer Familie eine schöne, besinnliche, restliche Weihnachtszeit. Macht's gut, meine Lieben. Bye!